Ja, vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite. Mein Name ist Thorsten Faas. Ich habe das Vergnügen, die zweite Studie vorstellen zu dürfen, die wir zusammen mit Frau Reuter und der Augstein-Stiftung hier durchführen dürfen. Wir, wenn ich das sage, Sie sehen es hier vorne, ich hatte das Vergnügen, das zusammen mit meiner Kollegin Mona Krebel zu machen. Mona Krebel arbeitet seit einiger Zeit an der University of Wellington. Die Kundigen von Ihnen wissen, das ist in Neuseeland und hat es deswegen nicht geschafft, heute hier zu sein. Deswegen müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen. Aber trotzdem ist es eine gemeinsame Studie, über die wir uns tatsächlich sehr, sehr gefreut haben, dass wir sie durchführen konnten. Und vielleicht ist es so ein kleiner Test, ob Wissenschaft eigentlich doch zu ähnlichen Befunden kommt oder ob Wissenschaft, denn Sie haben ja gerade eine Studie schon gehört und gesehen, die sich auch der Berichterstattung rund um Corona in der Pandemie gewidmet hat, manchmal zu Unterschieden kommt oder ob es eben davon abhängt, ob ich differenziere, ob ich nach unterschiedlichen Formaten schaue. Und das ist genau die Idee eigentlich unserer Studie. Sie sehen es hier vorne schon, Corona-Sprechstunde. Natürlich in Anführungszeichen immer gedacht mit Maybrit Illner, Anne Will und Frank Plasberg. Wir haben uns also in unserer Studie explizit politische Talkshows angeschaut, drei sehr reichweitenstarke politische Talkshows angeschaut, die ja eine andere Funktion medial erfüllen als Nachrichtenberichterstattung, wo Diskurse abgebildet werden, wo Vielfalt abgebildet wird. Von denen es ja aber manchmal auch heißt, sie seien so ein Stück weit Ersatzparlamente, sie seien die eigentlichen Orte, wo Debatten stattfinden, wo die Kontroversen ausgetauscht werden. Und auch unter dem Blickwinkel, Markus Maurer hat es ja am Ende auch gesagt, ist es natürlich eine sehr, sehr interessante Perspektive, sich genau diese Talkshows anzuschauen. Ich will mal mit zwei Beispielen einsteigen, die aus der vergangenen Woche sind, nicht von gestern, aber aus der vergangenen Woche. Das ist die Anne-Will-Sendung vom vergangenen Sonntag. Ne, durchaus typische Besetzung, die wir hier sehen. Anne Will in der Mitte, Karl Lauterbach ist zu Gast. Den haben Sie heute schon ein paar Mal gehört, den werden Sie in meinem Vortrag auch noch ein, zweimal hören. Marco Buschmann für die FDP ist da in Funktion als erster parlamentarischer Geschäftsführer. Sarah Wagenknecht ist da als einfache Abgeordnete der Linken an der Stelle. Und Christina Berndt, Wissenschaftsredakteurin der SZ, ist da als eine Vertreterin aus dem Mediensystem. Das Ganze hat eine Zuschauerinnenzahl von knapp 4 Millionen, einen Marktanteil von 16%. Also das ist genau der Punkt, warum es sich lohnt, auch diese Dimension anzuschauen, weil wir doch mit sehr großer Reichweite es mit einem sehr, sehr großen Marktanteil zu tun haben. Gucken wir auf die Sendung Maybrit Illner aus dieser Woche. Die sah so aus, also noch mit virtueller Zuschaltung an der Stelle, etwas männlicher hier besetzt als die Anne-Will-Sendung, die Sie zuvor gesehen haben. Auch das ist ja eine Perspektive. Wir reden ja nicht nur mit Blick auf den Bundestag über die Frage von deskriptiver Repräsentation, wer ist da überhaupt vertreten, sondern gerade mit Blick auf Talkshows kann man natürlich auch die Frage stellen, was sind denn da für Gruppen präsent, angefangen bei Geschlecht, über Alter, über Wissenschaftsdisziplinen, Berufe. Also hier eine sehr männliche Runde, keine Frage. Helge Braun, auch das haben wir gerade schon gehört, Regierungsvertreter, Stefan Pusch, die kommunale Ebene ist hier vertreten, Andreas Gassen, Christine Falk, wenn man so will, Interessenverbände, wissenschaftsnahe Organisationen, die hier vertreten sind, aber erneut auch mit Karl Lauterbach und Michael Beverunge, VertreterInnen aus dem Parlament einerseits und dem Journalismus auf der anderen Seite. Knapp 3 Millionen Zuschauer, auch hier ein Marktanteil von 15%, einfach um Sie so ein bisschen ranzuführen an das Genre, über das wir in den kommenden Minuten sprechen. Die Relevanz der Talkshows sieht man, glaube ich, auch davon oder darin, dass man sich sowas angucken kann. Das sind Google News. Es gibt einfach so eine routinemäßige Nachberichterstattung zu Talkshows. Finden Sie in ganz vielen großen Medien, dass Sie am Morgen sehr früh des Tages nach der Talkshow so eine Zusammenfassung sehen und das erstreckt sich auf sehr weite Felder. Ne? Welt, NTV, Bild, Stuttgarter Zeitung, Web.de, Süddeutsche Zeitung, überall dort ist diese Maybrit Illner Sendung diskutiert worden. Also das ist durchaus genau diese Intention, dass, oder diese Funktion, sollte ich sagen, dass hier Dinge aufgeworfen werden, dass Debatten rezipiert werden, dass die Argumente auch nochmal ausgetauscht werden. Das ist genau die Funktion von Talkshows. Und natürlich hat es auch Folgen für Social Media. Mir wurde heute Morgen beispielsweise angezeigt, dass ein Trend für mich doch sei, mir vielleicht die Anne-Will-Sendung von gestern nochmal anzuschauen, weil meine Kontakte gerade dazu sehr, sehr viel twittern. Also, das so ein kleiner Aufschlag zu dem, was wir gemacht haben.
was wir mit Blick auf Talkshows untersucht haben. Wir konnten aufbauen natürlich auf das, was die Kollegen Maurer, Reinemann, Kruschinski hier schon gemacht haben. Insofern werden Sie vieles von dem auch wiederfinden, was Sie gerade schon gehört haben. Letztlich, was Leitfragen betrifft, haben wir drei Ebenen. Wir haben diese wöchentlichen Sendungen. Wie dominant war denn die Pandemie in diesen Sendungen, die wir über anderthalb Jahre, Sie sehen es hier, Januar 2020 bis Juli 2021 beobachten. Wir haben uns für die reichweitenstärksten und noch dazu monothematischen Sendungen entschieden. Man hätte sicherlich auch Markus Lanz oder Maischberger sich angucken können, die aber natürlich in der Art und Weise, wie die Sendungen funktionieren, etwas anders sind, wo das Thema eher entlang von Gästen diskutiert wird. Insofern, wir haben uns hier auf die monothematischen Sendungen konzentriert und wollen im ersten Schritt in den Blick nehmen, wie präsent, wie dominant war denn die Pandemie da insgesamt. Zweite Dimension, wer sitzt denn dann auf diesen Stühlen in den Talkshows? Wer sind die Gäste? Welche Perspektiven sind dort präsent? Und im letzten Schritt, wenn wir uns die Sozialstruktur, die Rollen, Disziplinen, aber auch die Parteien, Institutionen angeschaut haben, was hat das denn für Konsequenzen für das, was in den Sendungen diskutiert wird? Welche Themen werden dort diskutiert? Wie werden sie diskutiert? Emotionalität, Sachlichkeit, haben Sie gerade schon gehört, Statistik, Einzelfallbeispiele und vor allem auch die Frage, wie kontrovers geht es dabei denn zu? Wenn wir uns diesen drei Leitfragen mal sukzessive widmen, dann fangen wir mal an damit, wie viele Sendungen gab es denn überhaupt? Das ist sozusagen das Tableau für den Zeitraum, den wir hier betrachtet haben. Es geht erst so im März eigentlich richtig los. Maybrit Illner ist die Einzige, die schon so im Januar, Februar, als es noch ein vermeintlich regionales, asiatisch-chinesisches Problem gewesen ist, dort finden Sie schon erste Sendungen bei Maybrit Illner. Aber Sie sehen dann auch diese sehr große Dominanz in den Monaten März, April, Mai, erste Welle der Pandemie, die so eigentlich nie mehr erreicht worden ist. Nochmal so ein bisschen Januar, Februar hier, aber insgesamt auch hier ein wellenförmiger Verlauf mit einer ganz starken Dominanz zu Beginn der Pandemie. Wenn man das mal so ein bisschen quantifiziert, wir finden 112 Sendungen insgesamt im von uns betrachteten Zeitraum, die sich so auf die drei Sendungen verteilen. Und werfen Sie vielleicht einen kurzen Blick hier auf die Prozentzahlen hier in Klammern. Das ist der Anteil der Sendungen, die der Pandemie gewidmet sind, von allen Sendungen der drei Talkshows im betrachteten Zeitraum. Also drei von vier Sendungen von Maybrit Illner, Entschuldigung, im von uns betrachteten Zeitraum waren der Pandemie gewidmet. Also wirklich ein, wie wir es auch aus anderen Bereichen natürlich kennen, absolut dominantes Thema, das uns jetzt über anderthalb Jahre hinweg begleitet und in vielerlei Hinsicht auch geprägt hat. Etwas niedrigere Werte bei den anderen, aber auch dort sehr, sehr hohe Werte. Kommen wir auf die zweite Ebene. Wer waren die Gäste? Und da kann man jetzt zwei Perspektiven unterscheiden. Ist mir wichtig, dass das klar wird. Einerseits kann ich mir einfach angucken, welche Personen waren da zu Gast. Und dann kann ich mir im zweiten Schritt anschauen, wie präsent waren denn bestimmte Personen. Das macht ja einen riesen Unterschied, ob Sie einmal in einer solchen Sendung zu Gast sind oder ob Sie dort Dauergast sind. Beides sind interessante Perspektiven. Und wenn ich hier erstmal über die Personen spreche, dann heißt es, wenn hier 308 steht, dass insgesamt in den von uns betrachteten Sendungen 308 verschiedene Personen mindestens einmal zu Gast gewesen sind. Die Geschlechterverteilung, ich meine, wir sind nicht die Ersten, die Talkshows anschauen, ist so betrachtet vergleichsweise paritätisch. Da gibt es ganz andere Studien, die eine deutlich stärkere Dominanz von Männern in diesen Sendungen finden. Ein Durchschnittsalter von 52. Und wenn Sie mal auf die beruflichen Hintergründe der Gäste schauen, dann haben Sie hier erstmal eine sehr starke Präsenz von WissenschaftlerInnen, ich sage gleich noch was zu Disziplinen, und es folgen PolitikerInnen, JournalistInnen, VertreterInnen von Interessenverbänden und auch hier, Markus Maurer hat es auch für Nachrichtenbeiträge schon gesagt, eine vergleichsweise geringe Sichtbarkeit von BürgerInnen, Betroffenen, das ist tatsächlich eher ein Randphänomen. Das ist aber eine personenbezogene Perspektive, die interessant ist, aber die insofern verzerrend ist, wenn ich Ihnen das hier mal einblende, das ist der absolute Top-Gast in den Talkshows. Karl Lauterbach alleine war 22 Mal in diesen Talkshows zu Gast. Und insofern, wenn wir über die Sichtbarkeit von Personen reden, wenn wir darüber reden, wer sitzt denn da auf den Stühlen, was sehe ich als Zuschauerin, als Zuschauer Woche für Woche, dann muss ich eigentlich die Ebene wechseln und mir anschauen, wer ist denn dort prägend für die Debatte? Wir haben 208 Personen, die waren ein einziges Mal zu Gast, 40 Personen, die waren zweimal da, aber wir finden eben auch sowas hier, absolute Top-Gäste, die diese Talkshows prägen. Lauterbach wirklich
alleine an der Spitze 22 Mal zu Gast. Und dann finden Sie etwas, was wir gerade auch schon gehört haben. Olaf Scholz, Helge Braun, Markus Söder, Manuela Schwesig, 11, 12 Mal zu Gast. Eine sehr, sehr starke Präsenz von Regierung. Vergleichsweise wenig Opposition, und bedenken Sie dabei, dass Karl Lauterbach dabei sogar noch jemand ist, der streng genommen kein Regierungsamt hat. Der hat zwar zu einer Regierungsfraktion gehört, der aber, wenn wir Regierungen im engen Sinne fassen, da noch nicht mal reinzählt. Christian Lindner ist hier der Einzige, den habe ich eben nicht vergessen, sondern der ist, wenn Sie so wollen, der Einzige, der hier aus dieser Regierungsphalanx ein Stück weit ausschert. Und mit Melanie Brinkmann, nicht Christian Drosten interessanterweise, der war nur in 4 Talkshows zu Gast. Melanie Brinkmann ist diejenige, die tatsächlich als Wissenschaftlerin für die Wissenschaft am präsentesten gewesen ist in diesem Zeitraum. Wenn wir diese Perspektive der besetzten Stühle, wenn Sie so wollen, anschauen, haben wir insgesamt 611 Gäste in den Sendungen, und dann sehen wir die Verschiebung hin zu einer etwas stärkeren Präsenz von Männern, 60-40, am Alter ändert sich wenig, und dann sehen Sie vor allem, dass eben, es sind eben politische Talkshows, in diesen Talkshows vor allem PolitikerInnen zugegen sind, und in Verbindung damit, dass die auf der linken Seite gar nicht so dominant waren, heißt es letztlich, dass ein relativ kleiner Zirkel, kann man fast schon sagen, von PolitikerInnen doch sehr, sehr prägend in diesen Talkshows ist, die dort sehr, sehr breiten Raum einnehmen. Wissenschaft immer noch sehr präsent, JournalistInnen und so weiter, aber Sie sehen dort eine deutliche Akzentverschiebung hin zu Politikerinnen und Politikern. SPD nicht zuletzt dank Karl Lauterbach hier präsenter als in der Studie, die wir gerade gesehen haben, aber auch sonst ist das ein Muster, was Sie gerade gesehen haben. Starke Exekutivorientierung, die man wirklich gegeben unser parlamentarisches System auch kritisch hinterfragen kann. 47 Mal war die Bundesregierung vertreten, 84 Mal Landesregierung, vor allem die MinisterpräsidentInnen, 85 Mal Parteien, Fraktionen ohne Regierungsamt, und da ist Karl Lauterbach sogar noch drin, weil der ja sozusagen nicht im Teil der Regierung ist. Auf Disziplinen betrachtet, auch das haben Sie gerade schon gesehen, das passt sehr, sehr schön. Medizin, Virologie, absolut dominant, alles andere mehr oder minder unter ferner liefen. Letzter Punkt, worüber wurde gesprochen? Wir haben Redebeiträge angeschaut, insgesamt fast 8500, die wir kodiert haben, allein auf die ModeratorInnen entfallen 3500, aber das soll uns einen Zugang ermöglichen zur Frage, was denn in diesen Sendungen letztlich diskutiert worden ist. Methodische Details finden Sie in unserer Studie. Hauptthemen der Redebeiträge: Maßnahmen. Eigentlich geht es in diesen Talkshows, wenn man es mal etwas zugespitzt formuliert, die ganze Zeit rund um Corona-Maßnahmen. Sehr unterschiedlich in der Detailtiefe, aber vergleichsweise wenig über Folgen, vergleichsweise wenig über das Geschehen, auch vergleichsweise wenig medizinisch-naturwissenschaftliches, sondern es sind immer sehr, sehr maßnahmenorientierte Sendungen, wobei man im Zeitverlauf sieht, dass das die obere Linie hier, das sind die Maßnahmen, so ein wenig nachlässt. Das Impfen, das ist die rosane Linie, nimmt hier ein bisschen zu, aber es bleibt selbst im ersten Halbjahr 2021 bei der Frage oder bei dem Punkt, dass Maßnahmen die Debatten tatsächlich absolut dominieren. Das überspringe ich mal, finden Sie in der Studie, ist nur noch eine Aufspaltung dessen, dass über Maßnahmen durchaus vielfältig diskutiert worden ist, aber doch eben insgesamt diese Maßnahmen im Fokus stehen. Wir finden, das finde ich durchaus bemerkenswert, noch mehr Sachlichkeit. Wir finden eigentlich kaum emotionale Beiträge in den Talkshows, die wir angeschaut haben. Das sind so rund 5% nur. Am ehesten kommt die Emotionalität noch von Bürgerinnen und Bürgern, die dann über so Meinungsklima und tatsächlich die Folgen der Pandemie sprechen. Aber insgesamt sehr, sehr sachliche Debattenorte. Rückgriffe auf Fallbeispiele, Rückgriffe auf statistische Informationen, ja. Wobei das in deutlich geringerem Maße passiert, was die statistischen Zahlen betrifft, als wir das für die Nachrichtenbeiträge gesehen haben. Das sind wirklich viel, viel geringere Werte. Also es bleibt, wenn man so will, eine eher oberflächliche Debatte, die wenig statistisch unterfüttert ist, am ehesten noch durch die Zahl der Neuinfektionen. Und das Wichtigste natürlich im Kontext unserer Tagung hier heute: Wie werden denn diese Maßnahmen bewertet? Und damit bin ich fast auch schon am Ende. Das ist genau der Punkt, den Markus Maurer am Ende darauf aufgemacht hat. Was ist die Funktion eigentlich? Ist eine Talkshow an der Stelle eigentlich so ein verlängerter Arm einer Public Health Agency,
die sicherstellt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer Maßnahmen bitte für sinnvoll erachten und einhalten? Oder ist es ein Ort kontroverser Debatte? Dafür haben wir uns Bewertungen von Maßnahmen angeschaut. Bewertungen sind extrem präsent. In etwa 60% der Gästebeiträge, in denen es um Maßnahmen geht, werden diese explizit bewertet und sie werden ganz, ganz überwiegend positiv dargestellt. 68% positiv, 22% negativ, 10% ambivalent, mit leichter Verschiebung im Zeitverlauf. Auch das ist, glaube ich, nochmal was, was für unsere Debatte insgesamt ein Punkt sein kann, den man aufgreifen kann. Das positive Darstellen lässt ein wenig nach im Zeitverlauf. Die negativen Bewertungen von Maßnahmen nehmen zu. Das heißt, wir sehen im Zeitverlauf so in gewisser Weise so eine Verschiebung von Public Health vielleicht hin zu Kontroverse, was vielleicht ein Stück weit auch der Natur der Pandemie geschuldet ist. Und an der Stelle, das ist mein letzter Punkt, schließt sich dann auch der Kreis, weil die Zusammensetzung der Talkshows hat natürlich Folgen dafür, was in der Debatte in der Talkshow passiert. Es sind eben vor allem PolitikerInnen und dann besonders PolitikerInnen in Regierungsverantwortung, die sagen, unsere Maßnahmen sind richtig, sind gut, sind angemessen. Die Kontroverse kommt weniger aus der Politik, weniger von den RegierungsvertreterInnen, sondern eher noch ein Stück weit von Wissenschaft, aber vor allem von Seiten der JournalistInnen, die in den Sendungen präsent sind, und den Bürgerinnen und Bürgern. Diese starke Exekutivorientierung ist, glaube ich, das, was man mit Blick auf die Pandemie in den Talkshows insgesamt am stärksten hinterfragen kann. Das mal so ein allererster Einblick in unsere ersten Ergebnisse, more to come. Danke nochmal an die Stiftung, danke an Sie, dass Sie mir die Zeit und die Aufmerksamkeit gerade geschenkt haben, und ich freue mich auf die Debatte, der wir jetzt gleich hier beiwohnen dürfen. Vielen, vielen Dank. Thank you.